Angeblich kann man diese Steinköpfe alles fragen. Zum Beispiel, wo Pastry ist. Erst macht er so ein Getöse wegen seiner Ninja-Tomatenfähigkeiten und dann ist er nicht mal hier. Wer sagt das? Dank meiner geheimen Ninja-Kommando-Ausbildung habe ich mich angeschlichen. Und ich war auf einer Aufklärungsmission. Alles, was wir über die Schicksalsräuber wissen müssen, ist in den Schädeln dieser Steinhohlköpfe verschlossen. Folge mir einfach, Skylander, dann führe ich dich zu ihnen. Erster Punkt der Tagesordnung, wir müssen die Tür da drüben aufkriegen. Blitz! Nutzt das Ding, um die große Tür zu öffnen. So läuft das. Hey Skylander, ich hätte da eine Idee, die ich mit dir besprechen wollte. Es geht um unseren neuen Kumpel, den Gulpa. Ich glaube, ich weiß, wie er bei den netten Leuten vom Sprudelfest Wiedergutmachung leisten kann. Schick ihn einfach zu mir, dann erkläre ich alles. Der Gulpa. Gulpa kann fliehen! Gulpa-Zeit! Sag mal, Gulpa, willst du dich bei den Leuten entschuldigen, deren Sprudelfest du ruiniert hast? Na, dann komm mal mit. Hast du eine Menge Kinder traurig gemacht. Und wie kann man Kinder besser aufheitern als mit Ballons? Laut all meinen Ballonbüchern gibt es nichts Besseres. Du musst jedem Kind einen Ballon bringen. Dann wird deine Entschuldigung angenommen. In Ordnung? 3, 2, 1, los! Ausgezeichnet! Jetzt geh und liefere sie aus. Verteil diese Ballons immer weiter, Gulpa. Ich spüre förmlich, wie der Ruf besser wird. Wegen der Kinder, die wegschweben. Denen geht's gut.
sind auf dem Pfad zur Bösewicht-Erlösung getan. Komm zurück zu mir auf die Besserwisser-Insel. Dann reden wir über eine Belohnung. Kulpa, das mit den Kindern hast du gut gemacht. Auch wenn das eigentlich schon Belohnung genug ist, habe ich noch eine Kleinigkeit für dich. Erster Punkt der Tagesordnung. Wir müssen die Tür da drüben aufkriegen. Und Blitz! Nutzt das Ding, um die große Tür zu öffnen. So läuft das. Skylander. Na, was sagt man dazu? Unser erster Hohlkopf. Warum siehst du ihn dir nicht mal genauer an? Natürlich musst du dazu durch eine weitere Gegnergrube. Aber hey, das sollte doch wohl ein Klack sein, oder? Du benötigst einen Trapmaster vom Erdelement, um dieses Tor zu öffnen. Sei gegrüßt, Skylander! Ich bin Arbo, Sohn von Barbo, Bruder von Larbo. Ich kann ewig so weitermachen. Aber das Wichtigste ist, dass jenseits dieses Elementartors ein magischer Hut liegt. Kannst du ihn finden? Und wird er dir auch stehen? Du willst etwas über entflohene Bösewichte wissen. Ich erzähle dir von dem Chompy-Mensch. Der
Chompy Mage tanzt sehr gern und mag auch sehr das Stampfen. Doch allem voran liebt er sehr, wenn Leute wie Chompies mampfen. Sehr nett. Ich schicke die Information an Max. Jetzt müssen wir nur noch was über die anderen Bösewichte erfahren. Dann sollten wir im Geschäft sein. Ich erzähl dir von Dreamcatcher. Die Nacht ist Zeit zum Schlafen, in der du nichts versäumst. Doch sie stiehlt dir Gedanken, noch während du träumst. Eine weitere magische Verbesserung? Na gut, aber komm bitte zurück, wann immer du magst. Sieht aus, als wäre das ganze Gebiet wegen einer Gegnerplage abgesperrt. Wie gut, dass ich immer vorbereitet bin. Und damit meine ich, dass ich eine Bombe habe. Wirf dieses Ding einfach auf die Barriere und geh dann während der Explosion ganz langsam weg. Das sieht immer cool aus. Oh, Gnade! Ach du grüne Guacamole! Diese Trolle meinen es wirklich ernst. Tja, Compadre, wir aber auch. Hier wäre so eine Bombe mal wieder sehr praktisch. Oh, die Blitz! Das war echte Qualitätsabrissarbeit, amigo. Geröstet. Ich kann nicht nur schneller fliegen als das Licht, sondern auch als die Dunkelheit, der Schall, die Zeit und ja, auch als das abstrakte Konzept der Liebe.